Ihre Herkunft. Weit liegt sie zurück in den Urzeiten der großen Kulturen Assyriens und Babyloniens. Und so, wie sie sich heute präsentieren, sahen die Pharaonen sie auch. Vor 4000 Jahren. In den Vatikanischen Sammlungen zu sehen, spielende Saluki von einem römischen Künstler in Marmor gehauen. Die lebenden Originale dieses Kunstwerks hatten Cäsar und Marc Anton als wertvolle Kriegsbeute aus Ägypten mitgebracht. Aus dem heiligen Hund der Antike wurde er und der Falke die gesegneten Jagdtiere der arabischen Welt. Und so heißt es im Koran, wenn ihr die Jahwari zur Jagd abrichtet und sie lehrt, was Allah euch gelehrt hat, also esst von dem, was sie euch fangen und sprecht Allahs Namen darüber aus. Mit der Gründung der oberitalienischen Stadtstaaten kehren die Hunde nach dem Untergang Roms als wertvolle Geschenke arabischer Kalifen über Venedig in das Europa der Renaissance zurück. Paolo Veronese, Federico Zuccaro, Jacopo Bassano und Benvenuto Cellini, sie alle schufen diese wertvollen Hunde. Und auch Cosimo di Medici, Herr der Toskana, hielt sie in Florenz und Siena. Das war in der Zeit zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. In der westlichen Toskana, unweit von Follonica in Gavorano, werden heute die alten arabischen Blutlinien weitergezüchtet. Ja, das ist ja schlimm. So sieht die Welt aus von oben. Ja, ja, Dr. Ja, Otto ja. Moro ist eine der ersten Adressen, wenn es um Asil-Araber-Pferde und Salukis geht. In der etruskischen Urlandschaft zwischen Merse und Ombrone wachsen sie auf, frei und selbstbewusst, und manchmal gibt es einen Ausflug an das Tyrrhenische Meer. Der Saluki, Tasi oder Levriere Orientale, Jahrtausende ist er unverändert geblieben in seinem Erscheinungsbild. Er ist das Abbild menschlichen Strebens nach Ästhetik und der Reinheit des Schönen.